Mary Bauermeister hinterlässt nicht nur in unserem Kulturleben eine große Lücke. Nein, auch ihre besondere Menschlichkeit und ihre Sicht auf die Dinge fehlen uns. Mary Bauermeister erhielt für ihr Lebenswerk zahlreiche Ehrungen und in vielen berühmten Museen finden sich ihre Bilder und Skulpturen. Am 30. September 2011 verlieh ihr die Stadt Rösrath als höchste Auszeichnung die Ehrenbürgerschaft. Dies geschah, um ihr Lebenswerk als Künstlerin, aber auch um ihre Bemühungen, um die städtische Kunstszene zu ehren. Warum erfassen wir das heute erst immer, wenn es im Morgen als Erinnerung uns anhaucht? Warum scheinen uns die aus der Ferne des Vorgestern heranwehenden Düfte, Töne und Lichter deutlicher, inniger und näher als das gerade mit uns Seiende? Ist es, weil wir gleichnishaft nur sind, selber nur wie ein Windhauch, wie Nebel über die Erde hinwegziehend, vom Geschehen aus und eingeatmet zum Leben und Sterben? Als schwebten die Steine gen Himmel. Zeichen, Worte, Universen, Klänge, Stimme, Echoruhr, Licht durchbricht das Seelenleben, Gesichter, Augen und Planeten, Farbspektakel, Regenbogen, Energie und Fantasie, Zeichnen, Zeichnen, Zeichen, Worte, Universen, Klänge, Stimme, Echoruhr, spitz, rund, eckig und leicht, Gesichter, Augen und Planeten, Gedanken des Einsseins des Guten, Gedanken der Freiheit weben, als schwebten die Steine gen Himmel. Ein anderer dreht das Stundenglas,
du nicht und nicht ich. Dreht es wieder und wieder, lässt den Sand laufen, solange er will, und stellt es dann irgendwann ab. Und wir? Wir ruhen aus auf Nebelbänken und hüllen uns ein in Laken aus Laub. Wir halten an die Mitternacht und schicken himmelwärts Regen und Sturm. Wir müssen die Schneewolken füttern, sprichst du. Der Winter wird lang sein und schön. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd. Von der hohen, steilen Felswand der reine Strahl, dann stäubt er lieblich in Wolkenwellen zum glatten Fels, und leicht empfangen wallt er verschleiernd, leis rauschend zur Tiefe nieder. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser, vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, und wie ragen Klippen dem Sturz entgegen, schäumt er unmutig stufenweise zum Abgrund. Im flachen Bette schleicht er das Wiesental hin, und in dem glatten See weiden ihr Antlitz alle Gestirne. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser, vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, und wieder nieder. Wind ist der Welle lieblicher Buhler, Wind mischt vom Grund auf schäumende Wogen. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind?